Und traditionell, die besten deutschen Spieler landen ja eigentlich mehr oder weniger beim FC Bayern München. Müssten die Bayern sich jetzt nicht auch komplett um Flo Wirtz bemühen und versuchen, dieses Duo auch im eigenen Verein zu vereinen? Wie siehst du das? Sollten sie all in da gehen? Ja, die Frage ist ja, was bedeutet All-In? Ne? Also wie viel Geld hat der FC Bayern zur Verfügung? Es ist ja ist zwar so, dass der Jamal Musiala aktuell in München ja unter Vertrag steht, aber da geht es ja auch um eine Ausweitung der Laufzeit, verbunden natürlich auch mit einem deutlichen Gehaltssprung in der Budgetkette. Aus München hört man ja auch, dass man die Kaderkosten auch ein bisschen runterbringen will wieder, vielleicht auch ein teure Spieler nicht verlängern möchte. Und da ist halt einfach die Frage, wie viel Geld ist am Ende auch in der Kasse? Denn Florian Wirtz wird sicherlich, wenn er denn den Verein Leverkusen verlässt im Sommer, wovon ich persönlich schon ausgehe, dass er da den nächsten Schritt macht, wie viel Geld hat der FC Bayern wirklich in der Kasse, um eben auch dem Spieler eine Perspektive zu zeigen, die nicht nur heißt, mit uns wirst du deutscher Meister, weil das hat er ja schon mit Leverkusen geschafft, sondern wie kann ich auch wieder an die Top-Clubs in Europa herankommen. Und das ist am Ende das, womit ich die besten Spieler Deutschlands, aber auch europaweit eben für den FC Bayern gewinnen kann. Und dieses Konzept wird am Ende darüber entscheiden, wie viel Geld ist da und wie ist mein sportliches Konzept und kann ich Jamal Musiala im Sommer eben auch behalten. Aber als Max Eberl würdest du schon mal den Hörer in die Hand nehmen und den Herrn Simon Rolfes anrufen, oder? Na, erstmal muss ja auch mit Florian Wirtz mal geklärt werden, wie da die Sachlage überhaupt aussieht, ob er sich einen Wechsel innerhalb der Bundesliga überhaupt vorstellen kann. Weil eins ist ja klar, es gibt auch über dem FC Bayern noch andere Vereine in Europa, die mindestens so einen hohen Stellenwert haben wie der FC Bayern. Und für solche Spieler stehen natürlich auch andere Vereine auf der Agenda. Wenn ich da an Real Madrid denke, an das wiederbelebte Barcelona oder auch die großen Clubs in England, dann kann man eben auch sagen, da könnte sowohl Florian Wirtz als auch Jamal Musiala auch gut reinpassen. Und deswegen ist es schon eine Aufgabe natürlich von Max Eberl, die besten deutschen Spieler nach München zu holen, aber eben auch die besten deutschen Spieler, die in München sind, eben auch zu verteidigen. Und das ist bei der Wirtschaftskraft, die ja einige Vereine mitbringen, auch manchmal nicht ganz so einfach.